Am Sonntagmorgen entwendeten dreiste Diebe einen Geldautomaten aus dem Eingangsbereich des Pleißen Center in Steinpleiß bei Zwickau. Mit einem Radlader durchbrachen sie eine Außenwand zum Kaufmarkt und rissen den Geldautomaten heraus. Dann verluden sie den Automaten und fuhren mit einem anderen Fahrzeug davon. Der Radlader und ein nicht unerheblicher Sachschaden am Gebäude blieben zurück. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers gibt es momentan keine heiße Spur zu den Dieben. Diese sind mit einigen tausend Euro Beute weiter auf der Flucht. Hinweise zur Aufklärung des Raubes nimmt die Kriminalpolizei Zwickau entgegen.